طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Also wir sind auf Seite 65, Vers, heute Verse, die wir behandeln werden, sind die Verse 116 bis 120 und Surat Al-Imran. Und ich lese noch einmal erst die Bedeutung der Verse vor, die Übersetzung der Verse vor, und zwar 116. Gewiss, denjenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor Allah etwas nützen. Das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Das Gleichnis dessen, was sie in diesem Leben, in diesem irdischen Leben ausgeben, ist das eines eisigen Windes, der die Saatfelder von Leuten trifft, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Und so vernichtet er sie. Allah hat ihnen kein Unrecht zugefügt, noch sondern sie selbst fügen sich Unrecht zu. O, die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch. Sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet. Schon wurde aus ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist noch schwerwiegender. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt. Da habt ihr sie doch geliebt, während sie euch nicht lieben, und ihr glaubt an das gesamte Buch. Wenn sie euch treffen, sagen sie, wir glauben, wenn sie jedoch allein sind, beißen sie sich in die Fingerspitzen vor Grimm gegen euch. Sag, sterbt an eurem Grimm, gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Wenn euch etwas Gutes widerfährt, so tut es ihnen leid. Wenn euch jedoch etwas Böses trifft, sind sie froh darüber. Wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, wird euch ihre Arglist keinen Schaden zufügen. Allah umfasst, was sie tun. Liebe Geschwister, also in den Versen bisher haben wir erst einmal kennengelernt, dass hat Allah subhanahu wa ta'ala erstmal uns angeordnet, dass wir bestimmte Sachen umsetzen sollen. Und zwar das zum Guten aufrufen, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Sachen auf die beste Art und Weise umgesetzt haben. Und er sagte, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, ihr seid in 110. Vers, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Also haben sie sofort das, was sie gehört haben, umgesetzt, und möge Allah mit ihnen zufrieden sein und möge Allah mit denjenigen zornig sein, die mit ihnen nicht zufrieden sind. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt, dass das Volk der Schrift, unter ihnen gibt es welche, die gläubig sind, und unter ihnen gibt es welche, die ungläubig sind. Was die Gläubigen er sagt das im Vers 113, Leisu sawa'a, wir sagten, die eine Auslegung aus diesem Vers ist, sie sind nicht alle gleich, das heißt, das Volk der Schrift, die sind nicht alle gleich, es gibt unter ihnen Gläubige und es gibt unter ihnen Ungläubige. Und die zweite Auslegung, sie wird der Abdullah ibn Mas'ud zugeschrieben, sie sind nicht gleich, das heißt, die Leute, die Freunde, die Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Volk der Schrift sind nicht gleich, denn die einen sind gläubig und die anderen sind ungläubig. Wie auch dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dann diese gläubigen Menschen von Ahlul Kitab nach der offensichtlichen Auslegung erwähnt, und dann hat er auch ihre Eigenschaften erwähnt, und zwar genau die Eigenschaften, die die Sahaba, möge Allah sie belohnen, auch umgesetzt haben. Er sagte über das Volk der Schrift, diejenigen von ihnen, die gläubig sind, das heißt, diejenigen, die den Islam angenommen haben, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie, am 114. Vers, sie glauben an Allah und den jüngsten Tag und gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche und beeilen sich mit den guten Dingen. Also haben sie genau das gleiche umgesetzt wie die Sahaba, und deswegen gehören sie zu ihnen und sind Teil von ihnen. Warum werden sie dennoch als Volk der Schrift bezeichnet? Ja, offensichtlich, weil sie ursprünglich ein Volk der Schrift waren. Und das ist ein Lob für sie, denn sie haben an ihren Propheten geglaubt und zusätzlich glauben sie dann noch an den neuen Propheten, den Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen gesandt hat. Also sie sind Menschen, zu denen quasi zwei Propheten gesandt worden sind. Den einen haben sie natürlich nicht erlebt, aber an den einen haben sie geglaubt, obwohl sie ihn nicht gesehen haben, und an den anderen haben sie geglaubt, sobald sie ihn gesehen haben, und sie haben ihn an seinen Zeichen erkannt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das sind die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, was geschieht mit denjenigen, die von ihnen nicht gläubig sind, sondern ungläubig sind. Denn
was mit den Gottesfürchtigen von ihnen geschehen wird, hat Allah uns in 115. Vers und 114. Vers gesagt. Jene gehören zu den Rechtschaffenen. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Also Allah subhanahu wa ta'ala wird sie belohnen am jüngsten Tag und natürlich mit dem Paradies belohnen. Und jetzt der Kontrast im 116. Vers, das ist der heutige erste Vers, den wir uns anschauen möchten, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gewiss, denjenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor Allah etwas nützen. Das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Also, nachdem wir kennengelernt haben, wie es mit den Gläubigen ergehen wird, sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala das, was mit den Ungläubigen, was die Ungläubigen erwarten wird vom Volk der Schrift. Ungläubig was gegenüber? Gegenüber dem Islam, gegenüber dem Koran, gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar wird sie das ereilen, solange sie nicht glauben. Und Allah sagte, es wird ihnen weder ihr Besitz noch ihre Kinder etwas nützen. Warum sie Besitz und ihre Kinder? Das Besitz, natürlich, weil es einem am jüngsten Tag wird es so sein, dass man sich natürlich mit allem, was man besitzt, oder mit allem, was man besitzt, loskaufen möchte. Und das teuerste vom Besitz sind die eigenen Kinder, die von einem selbst, also aus einem selbst entstanden sind. Und nicht einmal das teuerste, was sie hergeben würden, würde ihnen vor Allah subhanahu wa ta'ala etwas nützen. Und wann nützen? Und zwar am Tag der Auferstehung. Im Diesseits ist es so, dass manchmal dass der Besitz nützen kann. Bestimmte Strafen, die manchen Menschen auferlegt werden, Geldstrafen tun einem Reichen nicht weh, einem Armen tun sie weh. Seine eigenen Kinder herzugeben, hat wenig mit Reichtum und Armut zu tun, sondern eher ist es so, dass niemand seine Kinder hergeben würde. Aber am Tag der Auferstehung wird das eine nichts nützen, das andere ebenfalls nichts. Das sind Insassen des Höllenfeuers und Ashabun Nar, das heißt, sie sind Leute des Höllenfeuers, das heißt, sie werden darin ewig bleiben. Und Allah sagte, hum fiha khalidun, also bleiben sie darin. Also wissen wir mit Gewissheit jetzt, haben wir gelernt, was uns unser Aqida gehört, dass Leute vom Volk der Schrift, egal ob es Juden oder Christen sind, die nicht zum Islam übertreten, obwohl sie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört haben, in die Hölle gehen werden und ewig darin bleiben werden. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Und das Gleichnis dessen, was sie in diesem irdischen Leben ausgeben, ist das eines eisigen Windes, der die Saatfelder von Leuten trifft, die sich selbst Unrecht zugefügt haben, und so vernichtet er sie. Allah hat ihnen kein Unrecht zugefügt, sondern sie selbst fügen sich Unrecht zu. Dieses Gleichnis ist ein einfach zu verstehendes Gleichnis. Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht das, was die Menschen, deren Taten zunichte gehen werden am Tag der Auferstehung, mit Leuten, die ein Saatfeld haben. Das heißt, sie sehen etwas in diesem Feld ein und das sind ihre Taten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass die Taten, die wir in diesem Leben sehen, die werden wir ernten am jüngsten Tag, am Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah. Und diese Menschen, deren Taten zunichte gehen werden am jüngsten Yawm al-Qiyamah, sind Leute, sind genauso wie Allah in diesem Gleichnis bezeichnet, als Leute, die ein Saatfeld haben. Das heißt, ihre Taten haben sie darin gesät. Und sie haben sich aber Unrecht zugefügt. Dieses Unrecht, was sie zugefügt haben, ist Al-Kufr und Al-Shirk. Und so vernichtet er sie. Und wir wissen nicht nur Al-Kufr und Al-Shirk, löscht die guten Taten aus, sondern jede Form von Sünde löscht eine gute Tat aus. Denn wir wissen, dass am Yawm al-Qiyamah gibt es eine Waagschale und in die rechte Waagschale werden die guten Taten gelegt, in die linke Waagschale die schlechten Taten gelegt. Und da sieht man, dass die guten Taten die schlechten ausgleichen und genauso auch umgekehrt. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, und lass der schlechten Tat eine gute Tat folgen, so wird sie sie auslöschen. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, die guten Taten tilgen die schlechten. Und das ist eine Tür der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so vernichtet er sie. Wer vernichtet sie? Der eisige Wind. Also sie sehen in ihr Saatfeld ihre Taten oder das, was sie sehen wollen. Und dann kommt ein eisiger Wind, der diese Saat allesamt vernichtet.
Und wenn die gesamten Taten allesamt vernichtet werden, dann ist es eine Sache, die einen aus dem Islam rausgeworfen hat. Und das ist in diesem Fall Al-Kufr oder Al-Shirk oder irgendetwas, was einem aus dem Islam rauswirft. Allah hat ihnen kein Unrecht zugefügt, sondern sie selbst fügen sich Unrecht zu. Subhanallah, das, was man, wenn man sich das einmal verinnerlicht, jemand, der sein Vermögen eingesät hat oder das, was er eingepflanzt hat, das ist das, was er von erleben wird. Und es ist in einem Augenblick weg. Dies ist die Strafe des Diesseits und sie ist schmerzhaft und qualvoll, aber die Strafe des Jenseits ist noch qualvoller und noch schmerzhafter. Allah al-Musta'an, möge Allah uns davor bewahren. Das kann leider auch durch ein einziges Wort geschehen, nicht nur durch das, was wir im Allgemeinen immer als Kufr und Schirk bezeichnen. Wenn jemand irgendetwas verabscheut von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder irgendetwas einfach verwirft aus dem Koran, dann ist er schon so weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Taten vernichten wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sogar den Menschen gedroht in Surat al-Hujurat, die ihre Stimmen über die Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über die Stimme Allahs erheben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Verse also zitiert werden und damit begründet wird in heutiger Zeit, oder wenn jemand den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Argument verwendet und der Hadith ist glasklar und trotzdem widerspricht man diesem Hadith nur mit dem bloßen Verstand, der unvollständig ist und unvollkommen, und man verwirft diese Sachen, man verwirft den Koran und verwirft den Hadith, wirft einfach so zurück, als gäbe es das nicht, dann hat Allah diesen Menschen gedroht. Er sagt, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, also er warnt uns davor, dass unsere Taten dadurch zunichte gehen, obwohl wir nicht merken. Also, weil wir merken das nicht, was geschrieben wird und was nicht geschrieben wird. Allah musta'an. Und dann kommt man am jüngsten Tag an und erwartet, dass man 40 Jahre lang gebetet hat und gefastet hat, und Allah wird dir sagen, ja, aber du hast einfach einen Koranvers verworfen, du hast einfach das nicht akzeptiert, und dann deswegen habe ich dir deine Taten wie zu verwehtem Staub gemacht, also nichts wert. Liebe Geschwister, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch. Also spricht er uns jetzt wieder direkt an. Also nachdem er dem Volk der Schrift klar gemacht hat, wenn sie glauben, was ihnen zusteht, und wenn sie nicht glauben, was ihnen jetzt zusteht, und es noch mit einem Gleichnis verdeutlicht hat, und deswegen ist der Koran ein deutliches Buch, Ayatim Bayinat, Allah hat klare, erklärende Verse herabgesandt, wie wir sehen können. Also Allah hat es ganz deutlich immer, und auch noch Gleichnisse hat er uns gegeben, und dann warnt er uns vor einigen von ihnen. Er sagt, o die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch. Sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren, und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet. Schon wurde aus ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist noch schwerwiegender. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt. O, die ihr glaubt, woran glaubt? An den Islam, an den Koran, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als einen Propheten, an Isa, an Musa, an Ibrahim, an alle Propheten. Nehmt keine Vertrauten außer von euch. Was heißt von euch? Das heißt außer von den Muslimen. Nehmt keine Vertrauten außer von euch, also euch von unter den Muslimen. Bitana, was im Deutschen übersetzt wurde als Vertrauten, es sind gemeint einfach Leute, denen, oder Vertraute mit Bitana gemeint ist hier Leute, denen du deine Geheimnisse anvertraust. Leute, denen du deine engsten, deine persönlichsten Sachen anvertraust, und diese Sachen würdest du eigentlich anderen Leuten nicht anvertrauen. Also deinem engsten Kreis. Du darfst nur Leute zum engsten Kreis nehmen, die von deiner Glaubensgemeinschaft sind. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns auch gleich die Illa erwähnt. Das heißt, den Grund, warum er das gesagt hat. Oder der Grund, warum wir keine Vertrauten und, außer von uns nehmen sollen. Sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren. Und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet. Sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren, sei es in Glaubensangelegenheiten oder in Dunya-Angelegenheiten. Wie wir zum Beispiel heute gehört haben in der Khutbah, manche Leute, wenn sie, also manche Leute verstehen, wir alle glauben, Alhamdulillah, an Al-Qada und Al-Qadr, das heißt an die göttliche Vorherbestimmung, aber wir wissen, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die nicht an die göttliche Vorherbestimmung glauben und die Zweifel in den Raum werfen und Dinge sagen, wie zum Beispiel, ich sage mal eine Sache, und zwar sagen sie, wie kann es sein, dass
dass Allah will, dass Menschen krank werden, das kann doch nicht zur göttlichen Vorherbestimmung gehören. Und wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es Kriege gibt und so weiter und so fort. Und dadurch werfen sie Zweifel in die Herzen von den Menschen, von den Muslimen besonders, und sie werden dadurch verwirrt, wenn sie kein Wissen haben. Wenn sie Wissen haben, ist es einfach. Und auch in Dunya-Angelegenheiten mit sicherlich versuchen sie uns zu verwirren und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet, also sie möchten es uns gerne möglichst schwer machen. Schon wurde euch aus ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist noch schwerwiegender. Und was von ihren Mündern offenkundig geworden ist an Hass, ist einfach das, was sie an Beleidigungen äußern, also unter anderem das, was sie an Beleidigungen äußern gegenüber dem Islam und den Muslimen, wenn sie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beleidigen oder ein Gesetz des Islam beleidigen und sagen, der Islam behandelt die Frau ungerecht, der Islam behandelt die Töchter ungerecht und weiß nicht was. Solche Sachen kränken die Herzen der Muslime zweifellos, weil wir wissen, dass sie ungerechte Worte äußern. Und dieser Hass wird aus ihren Mündern offenkundig. Nicht von allen von ihnen, das wissen wir, aber von einigen von ihnen sicherlich. Aber was ihre Brüste verborgen halten, ist doch schwerwiegender als das, Allah musta'an. Das ist der Unglaube schlechthin. Und wenn sie könnten, würden sie noch mehr äußern als nur das. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt. Und dies ist eine Bekräftigung. Also wenn jemand sich schützen möchte vor solchen Leuten, dann soll er das umsetzen, was Allah gesagt hat. Und zwar unter von ihnen keine Vertrauten nehmen, das heißt nicht seine Geheimnisse ihnen preisgeben und nicht seine Pläne ihnen preisgeben, nicht sein Geld ihnen anvertrauen und so weiter und so fort. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann braucht ihr nicht begreifen und dann seid ihr keine Leute, die einen Verstand haben. Und derjenige, der diese Worte gesagt hat, wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt, und derjenige, der die Eigenschaften dieser Leute, die nicht nur übrigens Ahl al-Kitab, sondern auch die Heuchler, wie wir gleich im nächsten Vers sehen werden, betrifft, derjenige, der diese Worte gesprochen hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, derjenige, der das Innerste der Brüste kennt, und das heißt, er weiß genau, was in ihren Herzen ist, und er teilt es uns mit. Also es ist ein Vorteil für uns ihnen gegenüber. Da habt ihr sie doch geliebt. Da habt ihr sie, ja, das Problem ist also, Geschwister, dass manche Leute nicht irgendwie nur zu Vertrauten nehmen, sondern manche Leute von ihnen sind zum Beispiel eine einfache Sache heutzutage. Viele Leute sind gegenüber Nicht-Muslimen viel freundlicher als gegenüber Muslimen und verbringen ihre Zeit lieber mit Nicht-Muslimen als Muslimen. Und sie sagen, Alhamdulillah, die Muslime, die Nicht-Muslime, sie halten ihre Versprechen und sie sind ehrlich und man kann mit ihnen ausgehen und weiß nicht was. Und die Muslime, sie sind ungenau und unpünktlich und weiß nicht was. Und diese Floskeln, die alle nicht wahr sind, genauso unter den Kuffar gibt es noch viel Schlimmeres. Und was gibt es Schlimmeres, als wenn man über Allah subhanahu wa ta'ala lügt? Und das sagt uns Allah, jetzt macht er uns klar. Es mag zwar sein, dass es unter ihnen Leute gibt, die freundlich sind und Leute gibt, die pünktlich sind, Leute gibt, die ihre Versprechen halten. Aber was ist das denn im Vergleich zu dem, was Allah jetzt hier sagt über sie? Da habt ihr sie doch geliebt, während sie euch nicht lieben. Das reicht doch schon. Allah subhanahu wa ta'ala, der das Innerste der Brüste kennt, teilt uns mit, dass sie uns nicht mögen. Sie mögen uns nicht. Sie werden mit uns nicht zufrieden sein, wie er sagte in Surat al-Ma'idah, bis wir nicht ihrem Weg folgen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass die Juden die Christen und niemals mit uns zufrieden sein werden, bis wir nicht ihrem Weg folgen. Bis wir nicht also Juden werden oder Christen werden. Das hat Allah gesagt in Surat al-Ma'idah. Und er sagt uns gleichzeitig, dass sie uns nicht lieben. Und warum lieben wir sie denn? Da habt ihr sie doch geliebt, während sie euch nicht lieben, und ihr glaubt an das gesamte Buch. Ihr glaubt an das gesamte Buch, sie aber nicht. Also wieder ein zweiter Grund, wie könnt ihr sie lieben? Sie glauben oder behaupten zu glauben an das Evangelium und behaupten zu glauben an die Tora und behaupten zu glauben an die Psalmen Dawuds und sie behaupten an die göttlichen Offenbarungen zu glauben, aber in Wirklichkeit, wir sind die Einzigen, die an alle Schriften glauben. Und wir glauben an das gesamte Buch, und gemeint ist an das gesamte Buch, egal welches Buch, sei es die Tora, Evangelium, Koran, Sabur oder irgendwelche Schrift Allahs, wir glauben an die gesamten, sie aber nicht. Also wie könnt ihr Leute zu innigen Freunden nehmen und sie auch noch lieben? Lieben ist eine Sache des Herzens schon.
Wie könnt ihr, es ist nicht eine Sache nur umgehen jetzt mit Leuten, nein, es ist eine Sache, du liebst sie. Wie kannst du jemanden lieben, der Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt? Wie kannst du jemanden lieben, der über den Koran sagt, diese Worte sind die Worte eines Menschen, eines Verrückten, eines Spinners, eines Besessenen, eines Zauberers? Wie kann man so einen Menschen lieben? Als Umar ibn Khattab beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war, als er die Kriegsbeute verteilt hat, und dann kam ein Mann zu ihnen, so einer von den Khawarij, und er kam zu ihm und hat gesagt, hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, wehe dir, sei gerecht in deiner Verteilung. Dann ist Umar schon ihm der Kragen geplatzt und hat schon zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, o Gesandter Allahs, erlaube mir, dass ich seinen Nacken abschlage. Ja? Und wie ist es dann mit jemandem, der den ganzen Koran verabscheut oder den ganzen Koran oder Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt? Ja? Wie gesagt, diese Sachen, die wir erwähnen, sind Sachen des Herzens und sie äußern sich natürlich in der Handlung, aber in der Sache von mit wem man freundlich umgeht und mit wem man Krieg hat, wie man Frieden hat, das ist hier gar nicht jetzt gemeint. So, was gemeint ist hier, Al-Wala und Al-Bara, wie kannst du jemanden, das sich lossagen von jemandem, und das, also Al-Bara ist das sich lossagen von jemandem, und Al-Wala ist, dass du jemanden zum Wali nimmst. Wie kann es sein, dass du jemanden liebst und ihn unterstützt und seine Zeit mit ihm verbringst, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht liebt, und für Allah lebst du dein ganzes Leben und er liebt deinen Gott nicht? Sie glauben aber nicht an das gesamte Buch. Wenn sie euch treffen, sagen sie, und das sind die Heuchler unter ihnen, wenn sie euch treffen, sagen sie, wir glauben. Wenn sie jedoch allein sind, beißen sie sich in die Fingerspitzen vor Grimm gegen euch. Also offensichtlich sagen sie uns, ja, wir glauben an das, was ihr glaubt, und so weiter und so fort. Das sind die Heuchler von ihnen. Und wenn sie jedoch allein sind, bereuen sie das, was sie gesagt haben, und beißen sich in die Fingerspitzen vor Grimm, was manche Leute tatsächlich machen, vor Grimm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam soll zu ihnen sagen und gegen sie Dua machen und sagen, sterbt an eurem Grimm. Und offensichtlich sagt er das, weil normalerweise, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass sie in ihrem Unglauben sterben werden. Also Allah musta'an, anscheinend war es so, dass diese Menschen in ihrem Unglauben auch gestorben sind, und das wusste Allah sowieso schon, und deswegen sollte auch gegen sie Dua machen und sagen, sterbt in eurem Grimm. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Und das sollte eigentlich, wenn sie Verstand hätten, ein Grund dafür sein, dass sie zum Glauben zurückkehren. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sogar ihnen mit, ihr müsst euch vorstellen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zitiert ja diese Verse vor den Leuten und so weiter, im Gebet und außerhalb des Gebetes. Und die Leute hören über sich selbst, dass jemand ihnen mitteilt, dass sie, wenn sie beim Propheten sind, sagen, wir glauben. Wenn sie allein sind, sagen sie, wir glauben nicht, und beißen sich die Finger in die Fingerspitzen vor Grimm. Da müssten sie spätestens zu diesem Zeitpunkt merken, dass derjenige, der diese Worte offenbart hat, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein kann, sondern es muss Allah subhanahu wa ta'ala gewesen sein. Wenn euch etwas Gutes widerfährt, tut es ihnen leid. Vielleicht auf Arabisch, in tamsaskum hasana tasu'um. Wenn euch etwas Gutes berührt, tut es ihnen leid. Dann stört es sie schon. Also nicht nur widerfährt, sondern also noch weniger als das. Selbst wenn nur das Gute euch ein wenig berührt, sodass ihr euch ein bisschen freut, so tut es ihnen schon leid, so verabscheuen sie es schon. Ja. Das ist ihnen schon zu viel. Etwas Gutes, wie zum Beispiel ein Sieg oder eine Unterstützung oder Kraft oder irgendwelche gute Sachen. Wenn euch jedoch etwas Böses trifft, wie ein Hunger oder eine Niederlage oder der Tod, sind sie froh darüber. Allah musta'an. Solchen nimmt man, und die Frage ist jetzt, also solche Leute nimmt man zu Vertrauten? Solche Leute nimmt man zu Vertrauten? Sicherlich nicht. Solchen Leuten vertraut man nichts an, weder sein Geld, noch seine Pläne, noch seine Familie, noch anderen Menschen. Wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, so verspricht uns Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, wird euch ihre Arglist keinen Schaden zufügen. Und wir haben mehr als einmal schon erwähnt, was heißt Gottesfurcht überhaupt, At-Taqwa. Und wir haben gesagt, es bedeutet, sich zu schützen. Sprachlich gesehen, Yattaqi oder Ittaqa bedeutet, sich zu schützen. Das heißt, sich zu schützen vor Allah subhanahu wa ta'ala, seine Strafe, oder sich zu schützen vor Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Zorn. Das bedeutet Taqwa schlechthin. In der Praxis bedeutet es, das umzusetzen, was Allah von einem verlangt hat, und das zu unterlassen, was Allah einem verwehrt hat.
Wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, wird euch ihre Arglist keinen Schaden zufügen, denn wir wissen ja, dass egal was uns an Schlechtem trifft, von ihnen oder anderen, so ist es für den Gläubigen gut. Denn wenn der Gläubige, wenn ihn jetzt was Schlechtes trifft und er ist geduldig und standhaft, dann wird Allah ihn dafür belohnen. Und wenn er etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und dann Allah subhanahu wa ta'ala belohnt ihn ebenfalls. Insofern ist jede Angelegenheit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jede Angelegenheit, die den Gläubigen also trifft, ist für den Gläubigen gut. Und Allah umfasst, was sie tun, wie umfasst er das, was sie tun, er umfasst es mit seinem Wissen, er umfasst es so, dass sie ihm nicht entkommen können. Sie können ihn mit Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Taten nicht umkommen. Er sieht alles, er sieht, wo sie hingehen. Und am jüngsten Tag, wenn die Erde anders sein wird als die heutige Erde, also wo es, wenn es keine Erhöhungen mehr geben wird, keine Berge mehr geben wird, alles glatt sein wird und die Menschen, die sich versammeln werden, da gibt es auch keinen Hinterschlupf, wo man sich verstecken könnte. Nicht einmal das gibt es, sodass man davon entkommen könnte. Fazit, wer ungläubig ist, so wird ihn nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala erretten. Gar nichts. Nichts wird ihn bei Allah erretten, außer seinem Iman und was sich daraus ergibt, seine guten Taten und was sich daraus ergibt, Allahs Barmherzigkeit, die er sich erlangt und wodurch er dann in den Propheten, in das Paradies eingehen darf. Und noch als letztes über den Vers, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, O die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch, sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren. Ist überliefert über Abu Umama, radiallahu anhu ardah, über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, humul khawarij, es sind die Khawarij. Und As-Suyuti, rahimahullah, sagte, dass der Sanad Hasan ist, und dieser Hadith ist bei As-Suyuti, und dieser Hadith ist bei im Tafsir von Ibn Abi Hatim, ebenfalls bei At-Tabarani. Al-Khawarij, liebe Geschwister, sind Menschen, die auf unterschiedliche Art definiert worden sind, aber doch die bekannteste und geläufigste Definition von Khawarij sind historisch gesehen diejenigen Menschen, die gegen den vierten Khalifa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu vorgegangen sind und ihm sein Kalifat streitig machen wollten und ihn nicht akzeptieren wollten als den Khalifa der Muslime. Und sie zeichnen sich durch mehrere Sachen aus. Unter anderem wissen wir, wie ich vorhin erwähnt habe, dass sie schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgetaucht sind. Menschen, die, wenn man die Gebete der Sahaba vergleichen würde mit den Gebeten, die sie verrichten, dann würde man sagen, die Sahaba, die machen ja fast gar keine Gebete. Das heißt, so viel verrichten sie an Gebete, die Khawarij, und so viele Gottesdienste verrichten sie, und doch all dies nützt ihnen nichts, überhaupt gar nichts. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie sinngemäß nichts mehr mit dem Islam zu tun haben und dass sie den Koran lesen, aber die Lesung des Koran steigt nicht einmal über ihren Schlüsselbein. Aber die Lesung des Koran steigt nicht einmal über ihren Schlüsselbein, das heißt, ihre Taten werden überhaupt nicht angenommen. Und hier sieht man, dass wenn man viel betet und viel fastet, und sie haben das sicherlich für Allah getan, mit Sicherheit für Allah getan, aber wenn man es nicht macht, auf die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, und wenn man nicht darin den Gläubigen folgt, wie Allah sagte, وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ, also wenn man nicht dem Weg der Gläubigen Menschen folgt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala in die Hölle eingehen lassen, wie er es in Surat An-Nisa gesagt hat. Also es reicht nicht nur, so zu beten, und nicht nur die Gottesdienste zu verrichten, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie verrichtet hat, und auch nicht nur Ikhlas zu haben, es also für Allah alleine zu tun, sondern man muss auch die akzeptieren, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam die besten Menschen gewesen sind nach den Propheten, die am besten den Islam verstanden haben. Und erst wenn man auf ihrem Weg wandelt, dann wird man rechtgeleitet sein. Und diese Khawarij, die es damals gegeben hat, aber erst dann sehr aktiv wurden, natürlich von Zeit von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, diese Menschen, müsst ihr euch mal vorstellen, obwohl die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, viele von ihnen noch am Leben waren, trotzdem waren sie nicht einverstanden mit denen. Und niemand von den Khawarij war ein Sahabi. Das ist wichtig. Niemand von den Khawarij war ein Sahabi, wie Abdullah ibn Abbas gesagt hat, als er zu ihnen gekommen ist und mit ihnen angefangen hat zu diskutieren und ihnen ihre Argumente widerlegt hat, damit sie von ihrem falschen Weg wieder zurückkehren. Und Allah subhanahu wa ta'ala
weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.